Eieieiei. Da ist was los. Was zum Teufel ist los? Wo ist Anderson? Wohin soll's gehen? Hey! Wir gehen. Wie, weg? Was ist hier los? Anderson will uns auf der Citadel, um Hilfe für den Kampf zu holen. Quatsch, das wird er niemals befehlen. Hat er gerade. Er sieht eben, was los ist. Ohne Hilfe ist der Krieg schon vorbei. Dann setzen Sie mich beim nächsten Depot ab. Denn ich gehe hier nicht weg. Wir fliegen zur Citadel. Sie können dort einen Rückflug buchen, wenn Sie wollen. Commander! Joker, sehen Sie das? Er lebt und lebt. Ich habe hier einen Notruf von Admiral Hackett für Sie. Durchstellen. Shepard, wir haben schwere Verluste erlitten. Der Übermacht mit konventionellen Mitteln nicht besiegen. Anderson hat mich schon zur Citadel beordert. Ich soll mit dem Rat reden. Außenposten auf dem Mars. Kontrolle über das System 5. Jawohl, Sir. Wir haben im proteanischen Archiv Dr. Tosoni nachgeforscht. Die Reaper aufzuhalten. Der einzige Weg, sie zu besiegen. Ich melde mich. Hackett Ende. Joker, nehmen Sie Kurs auf das Mars-Archiv. Mars? Hat erledigt. Kleine Planänderung. Das ist Loco. Warum der Mars? Was glaubt ihr denn, was wir dort finden? Weiß ich nicht, aber wenn es uns hilft, diesen Krieg zu gewinnen. Zusammenpacken. Immer noch kein Kontakt zur Basis, aber es kommt ein schwerer Sturm in unsere Richtung. Wie lange bis er da ist? Höchstens eine halbe Stunde. Danach werden wir Probleme bei der Kommunikation mit der Normandy kriegen. Verstanden. Da hat es mehr als genug Zeit. Levelaufstieg, Stufe 30. Ist das ein bisschen geschummelt? Gruppe. Das ist aber sowas von geschummelt. Wisst ihr was? Das ist mir sowas von schnurzpiep egal. Ich habe mir diese Punkte ehrlich erfarmt. Von Stufe 1 an. Was machen denn die ganzen Punkte? Warte mal, lass mal gucken. Offensivmeisterschaft. Seien Sie ein gewiefter Taktiker auf und neben dem Schlachtfeld. Schnellere und stärkere Kräfte. Erhöht Waffenschaden. Mehr Geschicklichkeit, mehr Charisma. Ich glaube, das dürfte in Gesprächen ganz gut sein. Etwas mehr Muskeln und Sie werden im Nahkampf absolut furchtlos. Verbessert Nahkampfschaden, erhöht Gesundheit und Schilde. Ich denke mal, als Wächter sind die Sachen eigentlich ganz geil. Moment, warte, nehme ich. Hallo. So nicht. Erweitern. Ach so. Oh.
Okay. So, kriegen wir ein bisschen mehr Boni. Reputationsboni. Einflussschaden. Was haben wir hier? Erhöht Rufbonus um 8%. Erhöht Kraftdauer um 25%. Erhöht Kraftbonus. Erhöhter Schaden und Kraft für Mitgliederstärke. Gewichtskapazitätsbonus. Was ist das denn? Setzen Sie zwei Kräfte hintereinander ein, indem Sie der ersten Kraft eine Chance von 15% gewähren, keine Abklingzeit auszulösen. Oh, das ist doch genial. Erhöht Kraftschaden und Kraftboni um 25%. Erhöht Kraftdauer. Erhöht Rufbonus. Das nehme ich. Erhöht Schaden und Kraft der Gruppenmitglieder. Gruppenmitgliedkräfte. Ja. Erhöht Gewichtskapazität. Was ist die Gewichtskapazität? Ich weiß es nicht. Was ist das? Wisst ihr was? Ich werde mich darüber noch schlau machen, was diese Gewichtsklasse ist. Deshalb werde ich da noch nichts zu skillen. Antigravitations. Werfen Sie diese Granate in eine Gruppe von Feinden und sehen Sie zu, wie sie fliegen. Verursacht beträchtlichen Schaden. Mhm. Mhm. Wir nehmen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Gesundheit mit. Der Nahkampfangriff ist mir jetzt ehrlich gesagt erstmal schnurzpiep egal. Aber ich will ein bisschen... Ich will aufs Schlimmste vorbereitet sein. So. Gesundheit und Schilde. Gib mir das. Ich bin kein Frontkämpfer. Gesundheit und Schilde ihrer Gruppenmitglieder um 30%. Verringert Verzögerung vor Aufladung ihrer Schilde um 15%. Meine Gruppenmitglieder sollen auch mal ein bisschen was kriegen. So. Was haben wir hier? Im Nahkampf um 30%. Verringert erlittenen Schaden 30 Sekunden lang um 20%, wenn ein Feind durch verstärkter Nahkampf getötet wird. Erhöht Gesundheit und Schildboni. Wir machen das. Das. Ja, jetzt ist da natürlich das Achievement im Weg. So, jetzt können wir mal dran gehen und gucken, was wir an Angriffszaubern nehmen. Wie gesagt, hiermit warte ich noch. Vielleicht kann der ein oder andere mir so ein bisschen Tipp geben. Weil ich weiß nicht, was diese Gewichtsklasse ist. Und bevor ich nicht weiß, was das ist, nachher versau ich es irgendwie. Frieren Sie ungeschützte Gegner ein und zerschmettern Sie sie. Verlangsamen Sie den Rest. Schwächt Panzerung. Eingefrorene Ziele regenerieren keine Gesundheit. Das könnte eigentlich ganz gut sein. Überlasten ist was mit Schilden, ne? Effektiv gegen Schilde, Barrieren und synthetische Wesen. Weniger effektiv gegen organisch. Ich mache auf jeden Fall das hier ein bisschen weiter. Schnelleres Aufladen. Gib mir das. Mehr Bums in der Haube. So, mach ich mal Rang 3. Tech-Panzerung. Erweitern. Machen wir mal bis zur Stufe 3. Panzerungsboni. Detonationsschaden plus. Okay. Mehr Detonationsschaden, das heißt, die die Antigravitationsgranate sollte gut sein. Werfen Sie diese Granate in eine Gruppe von Feinden und sie, ja, wie sie fliegen. Beträchtlichen Schaden. Machen wir das. Sollen wir auch wieder 3 nehmen? Ach, das hat eine Kapazität, oder? Erhöht den Schaden um 20%. Machen wir das Ganze erstmal so. So, was würde ich denn jetzt noch gerne haben wollen? Kryostrahl? Ich meine, dann heilen sich die Gegner nicht, ne? Ich glaube, Kryostrahl ist für den Anfang ganz geil, bestimmt. Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich mache einfach mal auf Stufe 2. Oder? Erhöht die Dauer. Komm, weiß, wir nehmen den dritten Rang noch mit dazu. Dann nehmen wir Überlast. Was soll ich werfen? Wir nehmen Überlastung noch mit dazu. Dann haben wir was gegen Schilde. Schnelleres Aufladen? Nee. Ich hätte dann, glaube ich, ganz gern noch das von was. 40% mehr Kraft, trifft Feinde innerhalb von 2 Metern. So. Ich denke, dann sind wir gut aufgestellt. Wir haben einen guten Angriffszauber.
Wir lassen Feinde fliegen und machen beträchtlichen Schaden, haben gute Panzerung, viel Leben und Schild und zugleich die Chance, dass sie sich nicht regenerieren und durch ihre Schilde schnell durchzukommen. Ich denke, das dürfte eine ganz gute Kombination sein. Wo wir natürlich jetzt hierbei sind. So, was haben wir hier? Verbessert kurzzeitig die Waffenpräzision und Feuergeschwindigkeit. Also mein Motto ist, die Leute sollen erstmal Leben und Schilde kriegen. Aber richtig Schilde. So, erhöht Gesundheitsboni, Waffenbonus. So. Gesundheits- und Schildbonus. Erhöht Waffenschadenbonus. Mehr Bums oder mehr Angriffskraft. Ich gebe denen ja auch passiv mehr Leben dazu, ne? Dann kriegst du mehr Waffenschaden. Kraftschaden. Was hat die denn? Ich sehe jetzt gar nicht, was die Dame für eine Ausrüstung hat. Chance auf Betäuben. Erhöhter Waffenschaden. Lasse ich das andere erstmal offen. Ganz kurz was trinken. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen, wenn man das noch nicht gehört hat. Wir nehmen mal Rang 2. Verbessert die Chance, das Ziel zu betäuben. 15%. Will ich das? Komm, weiß ich, will das. So. Schütze, Waffenpräzision. Ich bin sicher, du hast da noch ein bisschen was auf Lager. Bereich, eine Clusterbombe. Erhöht Granatenkapazität. Machen wir das auch auf Stufe 3. Erhöht den Schaden so ein bisschen. Betäubungsschuss. Effektiv gegen Barrieren. Ich glaube, das nehme ich auch noch mit. So. Legen Sie Feinde mit einem Präzision aus großer Entfernung. Machen wir das. Und dann nehmen wir hiervon noch das erste mit. So. So, my friend. Jetzt bist du dran. Was bist du? Frontkämpfer. Sieht mir fast so aus. Verstärkt Panzerung durch schützende Fokualströme. Ableiten der Ströme in ihre Handschuhe. Erhöhten Nahkampf. Du bist ein Frontkämpfer, das sehe ich doch. Ich gebe dir mal das. Ganz ehrlich. Das ist meine Devise. Immer erst Gesundheit und Schild pushen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Waffenschadenbonus. Da du im Nahkampf bist, werde ich dir ein bisschen mehr Gesundheit geben. Kraftschaden. Machen wir... Kriegst du das. Und die Gruppe erhält mehr Schilde. So. Jetzt, was heißt, reißen sie ein Ziel mit einem mächtigen Angriff in Stücke. Große Kollateralschäden bei Feinden in der Nähe. Effektiv gegen Panzerung. Verstärkt Panzerung durch schützende... Immer ein paar Granaten dabei haben. Ist immer gut. So. Mehr Schaden. Und dann nimmst du noch... Nehmen wir Blutbad. Ich weiß nicht, ob der da in den Nahkampf stürmt. Ich mach's einfach mal sicherheitshalber. So. Und dann nimmst du noch Brandmunition mit. Für den Fall von organischen Wesen. So. Ich nehme noch Warp mit. Ja, und Ashley. Lassen wir Ashley sein. Bestätigen. So. Lange genug rumgefummelt haben wir jetzt schon. Alles klar. Verdammt, das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe wirkt er viel größer. Ach was, Lieutenant. So schlimm ist es nicht. Er kann uns aber trotzdem umbringen.
Der Krieg auf der Erde macht mir mehr Sorgen. Oder der Umstand, dass niemand Meldung macht.